Sehr geehrter Herr Bürgermeister Sunder, es freut mich sehr, Ihnen heute zum Gewinn des internationalen City People Light Award 2013 gratulieren zu können. Riedberg hat sich mit dem Lichtkonzept für den historischen Stadtkern gegen eine Vielzahl von Mitbewerbern durchgesetzt, teilweise erheblich größere Kommunen, und wie ich finde, damit sehr eindrucksvoll bewiesen, dass gerade auch kleinere und mittlere Kommunen in der Lage sind, qualitativ hochwertige Lichtkonzepte und Masterpläne zu erarbeiten und diese umzusetzen. Mit dem Gewinn des ersten Preises ist ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro verbunden, welches ich Ihnen heute recht herzlich überreichen möchte. Und mich freue, diesen Scheck symbolisch übergeben zu können. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für diese wirklich hohe Auszeichnung. Ich danke im Namen der ganzen Stadt Riedberg und freue mich sehr darüber. Bitte schön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal darf ich Ihnen die ganz, ganz herzlichen Grüße als Bürgermeister der Stadt Riedberg aus dem weit entfernten Riedberg übermitteln. Leider können wir nicht persönlich bei Ihnen sein, deswegen auf diesem Weg vielen herzlichen Dank an die Jury, an Lucy, an Philips, dass Sie uns mit dieser hohen Auszeichnung bedacht haben. Das ist für uns ein großer Ansporn, weiterzumachen in Sachen Klimaschutz. Dankeschön. Herr Rupinski, Sie als Vertreter der Kommune waren maßgeblich an der Ausarbeitung und Umsetzung des Lichtkonzeptes für den historischen Stadtkern beteiligt. Können Sie uns kurz erläutern, was die Vorgaben und Anforderungen der Kommune an das Lichtkonzept waren? Die Stadt Riedberg ist seit Jahren im Klimaschutz unterwegs. Diese Umsetzung dieses Konzeptes war für uns eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie ich LED-Beleuchtung mit einem historischen Stadtkern, mit historischen Gebäuden kombinieren kann, um auch hier Beiträge zu leisten zum Klimaschutz in einer kleinen Kommune in Deutschland. Wir haben auch weiterhin die Möglichkeit gehabt, durch die Umsetzung des Konzeptes unsere sehbehinderten Mitbürger zu unterstützen. Wir konnten einen Leitstreifen für Sehbehinderte integrieren, der auch dort zur Orientierungshilfe im historischen Stadtkern dient. Sehr interessant. Vielen Dank für die Erläuterung. Bitte schön. Herr Meyer-Brandes, Sie als Stadtplaner haben das Lichtkonzept für den historischen Stadtkern in Riedberg erarbeitet und haben dessen Umsetzung koordiniert und begleitet. Was waren aus planerischer Sicht die Anforderungen eines Lichtkonzepts und wie wurden diese umgesetzt? Herr Hünermund, neben der totalen Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung, das waren über 220 Leuchten auf LED, dann neben der Anstrahlung von 45 Gebäuden, sowohl öffentliche als auch private, ja, und zusätzlich auch noch ein ganz modernes Lichtmanagement und ein Lichtleitstein für Sehbehinderte, ist mir ein Thema als Stadtplaner und Lichtdesigner ganz besonders wichtig, und das ist die Frage: Was kann Licht für die Zukunft der Innenstädte leisten? Viele unserer Innenstädte sind ja beispielsweise durch den rasant wachsenden Onlinehandel, durch die Abwanderung von Wohnbevölkerung, aber auch Verkehrsprobleme aller Art stark in ihrem Bestand gefährdet. In diesem Zusammenhang kann Licht zur enormen Attraktivitätssteigerung der Stadtkerne einen Beitrag leisten. Man gibt den Stadtkernen ein neues Nachtgesicht, man leistet einen Beitrag zur Existenzsicherung und man macht die Innenstädte wieder zu attraktiven Orten für Begegnung und für Dialog. Und hier hat ein Artikel in der Frankfurter Zeitung eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen, den ich kurz zitieren möchte: Im Idealfall wächst die gesamte Innenstadt zu einem einzigen Erlebnisraum zusammen, der ein perfektes Podium nicht nur für den Handel, sondern auch für Kultur und Entertainment bietet. Und dieser besondere Umgang mit stadträumlichem Licht wurde in der Stadt Riedberg beispielhaft umgesetzt. Vielen Dank für die ausführlichen Erläuterungen.